deswegen kriegen die gerade so was zum Spielen einfach, ja. Also einfach zum Spielen, für uns ein bisschen Reputation, Hauptsache es läuft halt irgendwie, ne? Wenn die oben mit der vorherigen Software so halbwegs durch sind, dann, switchen wir das einmal durch. Und dann steigt unsere Unternehmensreputation vielleicht ein Ticken auf. Wäre schon wichtig irgendwie. So, warte mal, um 0 Uhr kommt jetzt mal jeden Tag ein Hausmeister und IT-Support, weil wir brauchen's. Unsere Leute machen alles kaputt. So, vorantreiben, entwickeln und dann kommt die nächste Geschichte. Wir machen das jetzt einfach wirklich damit, damit hier mal so ein bisschen... Oh, das ging flott. Damit unsere Leute halt einfach mal ein bisschen was zu tun haben. Und das erhöht auf jeden Fall sehr massiv unsere Reputation. Das ist schon wild. Na, ist gut bei mir auf jeden Fall drauf und bei dir... Denk dran, mir im August Bescheid zu sagen, wenn der August kommt, falls ich es nicht merken sollte, dass wir veröffentlichen müssen. Wohl eher Zwerg. Maybe. Kleine Logistikanwendung nehmen wir natürlich auch an. So, das machen wir mal fertig. Wie schaut es da aus? 193 Bugs sind schon draußen. Fireman 12299 ist am geilsten und haut 200 Bits. Fireman, danke für 200 Biddies. Dankeschön. Ist ja wunderlieb von dir. Kannst du es nicht automatisiert veröffentlichen lassen? Du meinst über Projektmanagement? Ja, könnte man. Aber wir haben kein Projektmanagement aktuell. So. Fireman, auch die Danke für 100 Biddies. Dankeschön. Oh, Fireman 12299 ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Sau lieb von dir. Danke vielmals. Auch dafür nochmal ein Hype. Ey, das mit den Porten. Ich habe keinen Plan. Ich habe da alles zugewiesen, aber ich glaube, die brauche ich gar nicht. Ich glaube, die Künstler brauche ich gar nicht. Brauche, glaube ich, nur Programmierer dafür und das war's eigentlich schon. Wäre vielleicht von Vorteil, wenn die nicht 1000 Baustellen gerade hätten, ne? Wir könnten natürlich sagen, ey, zieh mal den Port nach vorne, bevor die nächste Version rauskommt, dass der Port dann schon da ist. Wäre vielleicht irgendwie noch sinnvoll. Naja, mal klar. Max, na, das kannst du einstellen, Kaba. Das kannst du, French Kaba, das kannst du einstellen. Ob 4 Tage, 8 Tage, 12 Tage. Das teilt sich dann halt. Normalerweise ist ein Monat ein Tag. Ich habe es halt jetzt nur auf 4 aufgeteilt, weil es einfach dann für mich einfacher oder schöner ist vom Ablauf her. Aber normalerweise geht das, das Spiel, wenn du es auf eine Standard stellst, ist es ein Tag, ist ein Monat. Ich mag das aber irgendwie mit den Teilschritten einfach mehr. Ich finde das angenehmer. Das ist so, 4 finde ich eigentlich fast die schönste Variante. Oh, eine solide 10 von 10 einfach, ne? Andrea, einen wunderhübschen guten Abend, hi. Wir gehen jetzt in diesem Jahr, im August, mit einem Game, mit einer Software raus. Und ein Jahr später kommen wir mit dem nächsten Virenprogramm raus. Also ich glaube, das könnte gut was werden. Mal gucken. Ach, warte mal, hier habe ich was vergessen. Ist nicht sehr bekannt. Wir haben Z-Office 1 von Zwergsoft in die Hände bekommen. Wieder einmal. Gut, das passt. Ja, wir haben schon ein paar Follower auf ZWR4 drauf, das läuft. Ich
Ey, du brauchst so krass viele Leute für die Port-Sachen. Das ist so Wahnsinn. Ja, die Angebote werden jetzt auch besser, ne? Nachdem der erste Stern wieder da ist. Machen wir gleich mal wieder die nächste Geschichte. Ein Embedded System. Wie gesagt, das können wir jetzt, das können wir ja hardcore durchziehen. Ja, unsere Leute dürfen das iterieren bis zum geht nicht mehr. Das wird eine sagenhafte Qualität, was wir hier bauen. Weil dann haben die wenigstens irgendwas zu tun. Sie skillen sogar und sie verbessern unser Ansehen. Also, nachdem ich gerade nichts weiter machen kann, weil ich zwei Software im To-Go habe, ja. Ich will unsere Programmierer nicht noch weiter belasten, ja. Zumindest im Moment nicht. Ich lasse die wirklich das durchziehen und dann entwickle ich erst. Na, jetzt haben wir 3 Tage Zeit, also noch 2 Tage, bis wir es abgeben sollen. Easy. Was haben die denn bitte? Heutzutage würden Redakteure und Influencer über so etwas schwärmen, wenn sie... beschweren, meinst du? Wenn das so selten passieren würde, ja. Also gerade in Zeiten des Early Access, der Early Access Möglichkeit ist das, gehört das ja zum guten Ton, dass du das Zeug einfach schnell in die Hände bekommst und oft Updates bekommst. Viele Updates, ganz, ganz viele Updates. Warum das jetzt hier so ein Drama ist, wenn du denen immer das Zeug schickst, dann sollen sie halt nicht drüber berichten. Also weißt du, wie ich meine? So, das raus. Das hat uns nochmal einen Boost gegeben gerade. Das machen wir jetzt auch gleich mit dem nächsten auch mal ein Embedded. Wie gesagt, ich lasse das iterieren bis zum geht nicht mehr. Die sollen ruhig geile Software raushauen. Und unsere Leute sind beschäftigt, skillen ein bisschen. Das ist, wie gesagt, völlig fein für mich. So, es ist Juli. So, Z-Office, wir veröffentlichen unsere eigene Pressemitteilung. Wir haben bereits eine Arbeit an Z-Office, Top-Pressemitteilung, eine schöne Bilder, bla bla bla. Sie planen die Veröffentlichung demnächst, also bald, um genau zu sein. Z-Wir läuft ja noch ein bisschen, da mache ich das noch nicht. Wir schreiben nochmal eine Pressemitteilung über Z-Wir. Weiß nicht wirklich, wer Zwergsoft ist in Wir-Programm, wirklich. Und dann machen wir gleich die nächste Pressemitteilung. So, können die gleich rein. Ein paar Follower generiert das vielleicht noch. Wird ZWIR 3 noch aktualisiert? Ne, portiert. Aktualisiert müssen wir es immer mal wieder machen, ja. Mal schauen, dass... Ja, fast 100 Bugs, die müssen raus. Na, das sehe ich ein. 128.000 aktive Nutzer aktuell. Das ist schon ziemlich mächtig, auch wenn du mich fragst. Jetzt wird gleich der Support anspringen, denke ich, wenn ZBüro Office rauskommt. Ich denke, das ist so ein Ding, da sind die Bugs schon fast draußen. Die Mitteilung erweckt kein Vertrauen in die Software. Was ist das für ein Marketing? Ich weiß auch nicht, was unsere Leute da gemacht haben. Trinken eigentlich nur in der Arbeit. Schauen wir mal. Wir könnten noch ein bisschen expandieren. Gerade im Marketingbereich sehe ich uns deutlich stärker noch. So, ZWIR. Wie ist denn eigentlich die Lage? Marketing weit verbreitet. Kriegen das auch gar nicht fertig, ne? Die 20.000 ist total für den Eimer. Die schaffen das eh tagsüber nicht abzubauen. Aber es ist jetzt deutlich übersichtlicher mit unserer Seitenleiste, ne? Es ist August, meine Lieben. Ihr habt natürlich absolut korrekt mich darüber informiert, dass ich hier vielleicht mal veröffentlichen sollte.
Und ich würde sagen, das machen wir auch genau jetzt. Dann nehmen wir den August noch maximal mit. Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ich weiß. Also es muss ja eigentlich ziemlich geil werden. Wir haben die relativ gut entwickelt. Ja, also. Ja. Skalprofi ist nicht bereit. Ich bin auch nicht wirklich bereit, aber wir veröffentlichen. Wir haben jetzt erst davon gehört. What? Ein Meisterwerk. Geil. Rufen Sie sich an, wenn ihr sagen kann, wer Zwergsoft ist. Ja, nun gut. So. Z-Office kommt raus. Mal schauen, was es bringt. 1000 aktive Nutzer. Immerhin. 1,3, fast 1,4 Millionen hat das Ding gekostet. So, Z-Office können wir erstmal generell aktualisieren. So, ist das das Neueste? Ja. Technisch gesehen auf jeden Fall. Tonprogramm, was ist denn da das Neueste? Das hier eigentlich, Bass Shop. Beide sind nur gut in dem Sinne, so richtig krass sind da gar keine. Ja, jetzt machen wir erstmal ein grundsätzliches Update auf Z-Büro oder Z-Office. Ja, da müssen wir tatsächlich einen Auftrag noch abschließen, da hast du recht. Aber ich bin jetzt schon mal sehr dankbar drum. Jetzt bald haben wir unsere Leute ein bisschen mehr Zeit für alles. So. Wir lassen jetzt unsere Programmierer mal ganz kurz ein bisschen in Ruhe das machen. Weil der Port und so, das frisst alles gerade unglaubliche Mengen an Kapazität. So, ZWIR braucht, wie gesagt, noch eine ganze Ecke, bis das soweit ist. Da fehlt auch ein bisschen was. Da sind ein paar Leute dran. Aber hier unten ist halt gerade relativ viel zu tun. So, machen wir das mal so. Z-Office 2 anfangen. Ja. Oder wollen wir tatsächlich den Z-Store anfangen? Ja, brauchen wir auch noch einen Port und so, ne? Ganz klar. Z-Store vielleicht? 87 ist doch perfekte Zeit für sowas. Z-Office hat schon 2000 Nutzer. 2,6. Großartig. Normale Kreativität. Marketing ist spärlich. Nur 6er. Gehen wir mal ein bisschen Marketing rein, damit euer Z-Office auch eine Chance hat. Der Wettbewerb würde wahrscheinlich... Oh, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, mit ein bisschen Marketing könnten wir damit schon ein paar Absätzchen machen, ne? Ja, 3,6 und so, Viertelmillion schon eingenommen. Das ist okay. Das wird jetzt natürlich nicht krass sein. Sollen wir den Z-Store anfangen? Okay. Pass auf, digitale Vertriebsplattform. Neue Plattform automatisch signieren. Jo. Entwicklung. Produktname ist der Z-Store. Okay. Das Ding wird der absolute Scheiß werden. Das wird richtig geil. Also Dokumentenverwaltung auf jeden. Ja. Schnittstelle, Bibliotheksverwaltung, Bewertungssystem. Ganz klar. Da können wir soziale Funktionen, Sprachchat und so, das können wir alles noch nicht machen. Das müssen wir dann in einem weiteren Store dann später machen. Oder können wir das nachpatchen? Ich weiß es gar nicht. Okay, Z-Store ist quasi in Arbeit. Wir gehen rein. Das ist der nächste Shit, den wir machen. Das kann aber noch eine ganze Weile dauern. So, die Portiergeschichten lassen wir mal laufen. Hier unten haben wir ein paar Bugfixes und ein paar Aktualisierungen. Die müssen auch durch. Noch nicht pleite, ey. Hoddy!
als ob ich jemals pleite gegangen wäre. Ich kann mich nicht einmal dran erinnern, dass das jemals passiert wäre in dem Spiel. Noch kein Netzwerk-Know-how? Nee. Ich fühle mich auch. Wir haben noch kein spezialisiertes Netzwerkteam, ehrlicherweise. Das macht mich auch traurig. Das liegt am Alter. Was? Ich kann mich gar nicht erinnern, wer ich eigentlich bin hier. Wer seid ihr überhaupt? Lüge! Lüge! Ich weiß gar nicht, was ihr sagt. Ja. Das sind diese alternativen Fakten, von denen man immer so hört, ne? So ein Store ohne Netzwerk, das ist doch geil. Verstehst, das ist der Trick. Du kannst alles verwalten, ja? Aber du musst es vorher mit einem Stick einstecken. Genius. Ist noch nie einer drauf gekommen. Das ist so wie so ein Sammelkartenbuch. Da kommen wir ja mit der Skinne vorbei. Ja! Also es ist eigentlich eine Festplatte. Shop on a stick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Genial, oder? Also unsere Marketingabteilung hat richtige Feuerwerksemotionen gebracht, als sie das sich überlegt haben. Frag dich, warum. Marktlücke, sag ich. Opportunity. Also ich habe das Code Blue mal durchrechnen lassen und er hat gesagt, genial. Ja. Und Lenitz hat nochmal drüber geguckt und hat nur genickt und ist lachend weggelaufen. Ich denke, das war volle Zustimmung in das Projekt. Also, ich verstehe das Problem gar nicht, ehrlicherweise. So, momentan schaut unser Profit tatsächlich noch sehr solide aus. Aber das bleibt natürlich, es wird natürlich nicht für immer so sein. Also, wahrscheinlich nicht. Gesendete Kopien. Was bist du denn? Warte mal kurz. Serverbandbreite. Serverausfall, erfolgreiche Einbrüche. Krankheitstage. Was sind das für Statistiken? Das will ich eigentlich. Hier. Unsere Bilanz ist auf dem Aufweg. Die Verkäufe sinken aber wieder. Okay, wir müssen da nochmal ein bisschen schauen. Ich sag's euch, wie es ist. Unsere Programmierer sind total überlastet. Wir brauchen noch ein Programmierteam 3. Die sind einfach gerade komplett am Limit. Und die sollen um 0 Uhr kommen. Und um 8 Uhr gehen. So, das ist deren Traum. Und ansonsten identisch, ganz klar. Und jetzt lass mal ganz kurz schauen. Die Programmierer sitzen hier drin. Dann dürfen da auch die nächsten Programmierer rein. Und dann holen wir uns da jetzt einfach mal irgendeinen schnuggeligen Typen. Ja, oder eine Typine. Und die soll dann einfach das Programmierteam übernehmen. Fertig, aus. Was haben wir hier? Ordentlicher Freak. Ja, gut. 31. Aber leider noch nicht fähig genug für uns. Ich suche halt jemanden in der Regel, der 3 Sterne Personalwesen hat, ne? Und das ist 39. Hier, vergesslich. Kein Problem, du schaffst das. So. Pass mal auf. Und jetzt machen wir da mal Programmierer 3. Ihn Teamlead. Fertig. So, damit ist das Team jetzt in Arbeit und stellt sofort instant Leute ein. Und die Kompatibilität ist auch ziemlich solide, aber die Zusammenarbeit als Team klappt noch nicht ganz. Ist ein generelles Problem bei uns, weil wir auch gar keinen Meetingraum haben. Das wäre so eine Projektarbeit, die ich auch noch geil fände. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal was ganz anderes. Und zwar, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir müssen unsere Marketingabteilung muss einfach besser werden. Wir brauchen unsere Marketingabteilung muss einfach, braucht ein bisschen mehr, ne?
die arbeiten sich halt auch am Limit, ne? Also das geht halt auch nicht mehr. Und deswegen kriegen die jetzt auch mal ein bisschen fancy mehr Platz. So. So, nochmal 8 weitere Leute passen hier rein dann. Heizung ist nicht mehr ausreichend, das ist natürlich alles wild, ne? Heizung, Heizung, Heizung. Heizung. Gut. Licht wäre noch geil, ne? Also so Licht hätte schon was. Dann machen wir hier vielleicht nochmal Sprinklers. Oder wir können noch ein bisschen Akustik machen. Die Akustik jetzt hier drin. Ah, super. Gar kein Problem. Dann machen wir trotzdem noch mal einen... Wo sind denn meine Sprinkler? Hier irgendwo, ne? Da. So. Gut, dann können wir unser Marketing-Team jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen erweitern. Die haben jetzt aktuell 6 Leute. Mit Leader. Warte mal, ich muss den Platz, glaube ich, nochmal rechnen. Also wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dann nochmal, hä? Really? Jetzt ist ein bisschen heller. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Plätze nur. Also 13 dürfen hier insgesamt arbeiten. Dann machen wir das mal. So, 13 Leute plus der Teamleader. 14, ja genau, jetzt. Und jetzt machen wir Marketing 2 Team auch noch auf. Und gleich kommt da der Punkt, den ich eigentlich habe. Und zwar meine Idee ist jetzt die, Meetingräume oder Konferenzräume einzurichten für unsere Teams. Die brauchen aber 20, also ich würde mal sagen bis zu 20 Bestuhlungen, ja. Team zuordnen, ja, das ist natürlich ein Argument. Wo ist Marketing 2? Marketing 1? Achso, wir haben... Gehirn, ja, ja, ja. Marketing 2, so. Die machen wir jetzt, die kommen um 16 Uhr. Und die, nee, warte mal, die Zweier kommen bis Mitternacht, ne? Ja. Dafür brauchen wir jetzt eine neue Führungsperson. Und zwar für die Marketing 2 Leute. Da machen wir das Gleiche jetzt auch wieder. Wir haben ja gerade eben schon Leute gefunden. Marketing 2. Die Vicky Foster. So, bam, wunderhübsch. Gut, dann kommt jetzt hier Team wechseln, Marketing 1 und 2 nacheinander. Haben wir schon ein bisschen was geschafft. Aus dem Steam-Forum. Für die Portierung werden nur Programmierer mit Systemkenntnissen eingesetzt. Mit 3 Sternen geht es schneller. Ja, das ist dieses gängige Problem, was wir haben, dass wir unsere Teams nach Fähigkeiten trennen müssen. Das wird noch eine ganz unangenehme Geschichte werden. Deswegen versuche ich jetzt, das nach dem 24-7-Betrieb danach nur noch auf einzelne Spezialisierungen, das bei den Programmierern und bei den Designern vielleicht sogar. Bei den Designern ist gar nicht mal so wichtig, aber bei den Programmierern auf jeden Fall. Zu ändern, dass wir eben sowas wie System in die OS-Portierungen machen. Wie läuft's denn heute? Holla! Hallöchen! Guten Abend dir! Nach Katastrophenstart und Fingernägelkauen sind wir steil gegangen. Genau! Ich verstehe gar nicht, warum das alle so überrascht. Als ob ihr mir nicht vertraut. Ich kann eure Skepsis einfach nicht verstehen.
ich würde da gern drüber bauen, ne? Naja, müssen wir mal schauen. Weil ich hätte gerne hier den Korridor hier rüber verlegt, damit wir uns da ein bisschen leichter tun. Ja, Vicky will gleich mehr Geld, ne? So. Hier, vielleicht machen wir das auch anders, ne? Und bauen hier dann zwei große, machen wir hier so einen Zwischenkorridor und bauen hier zwei große Konferenzräume ein. Ich hätte das eigentlich ganz cool gefunden, wenn wir das hier über die Straße irgendwie ziehen können. Das ging doch irgendwie. Ah, du darfst nicht unter oder weniger als zwei Stockwerke über Straßen bauen. Alles klar. Das heißt, ich muss noch eigentlich noch weiter nach oben. Eher. Dann machen wir halt eine eigene Etage nur für das. Why not? Ja. So. Ist auch die logischste Überlegung, die man haben kann. Weißt du, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann denkst du halt erstmal, ja, okay, dann lass uns halt einfach nochmal das Gebäude anbauen. Ne? Also, was soll auch schon, oder was kann denn auch eigentlich auch passieren, ne? Also, ich denke, die Frage ist so, das ergibt sich dann auch einfach, ne? So, dann haben wir hier einen relativ großen Raum. Dann haben wir normalerweise hier unseren Korridor, der zu den Räumen hier drüben führt. Da könnte ich mir eine Cafeteria oder sowas vorstellen. Ganz ehrlich. Ich glaube, das wäre so eine ganz coole Nutzung für diesen Platz, den wir da haben. Weil wir haben jetzt ein paar Leute, aber ne? Auch Toiletten wären mal eine geile Idee eigentlich, ne? Aber hier so zum Beispiel. Ich meine, wir könnten jetzt, könnten wir das doch nutzen, oder? Ja, das geht. Ein neuer Geil. Zwerg ist in der Mine. Flip, that bitch liebt den Stream hart. Ey, Flip! Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend dir auch. Hallöchen, wie geht's dir? Oh nee, das gefällt mir nicht. Dankeschön für den 13. Monat. Vielen lieben Dank für den lieben Support, ey. Das ist sau lieb von dir. Dankeschön. So, wir bauen jetzt hier eine richtig geile Cafeteria ein. So. Schön mit Glas arbeiten, das lieben die Leute. Ne, aber das ist noch nicht geil genug. So. Ja. Gut, dann machen wir jetzt noch mit Türen weiter. Das könnte ein großer Konferenzraum auch schon werden. Oh, das wird die Cafeteria. Und dann haben wir jetzt hier maybe schon den Platz für eine relativ große Toilettenanlage oder für weitere. Oh, warte mal, da können wir bis hier rüber? Wie weit kann ich ihn hier übertreiben? So weit? Das ist so modern jetzt, ne? Das ist einfach. Wie nennen wir es modern, ja? So.